Burnout ja schon inklusive. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch so einen Burnout machen können. Weil der Wagen hat auch ein Roll Control und jetzt muss ich mal herausfinden, wie das angeschlossen ist. Ob ich bremsen muss, Roll Control drücke oder ob ich erst Roll Control drücken muss, dann bremse. Aber das werden wir gleich sehen. Burnout funktioniert auf jeden Fall auch ohne Roll Control. Hardcore! Okay, das Roll Control muss man hier übrigens einschalten. Dann funktioniert es auch. Naja, okay. Okay, wir werden jetzt mal eine Draggy-Zeit versuchen. Allerdings erinnert euch an den Hot Rod. Wenn die Strecke nass ist, ist es meistens mit einem Auto mit richtig viel Leistung schlecht. Aber wir versuchen es mal. Seht uns nach, wenn wir abbrechen. Wir haben auch nur ein Leben. Versuch mal klug. Sicherheit geht vor. Wir fahren ohne Zwensbreak. Aus dem Wandler raus. Und die Räder haben sowas von durchgedreht. Achtelmeile 9,4, Viertelmeile 14,3. Ah, Alter, da ist auf jeden Fall noch viel mehr drin. Hast du das gemacht? Ja. Gut. Die Räder drehen nur durch und steckst du deinen Aschenbecher. Nee, das geht nicht. Reset. Okay, bist du weit? Wir versuchen es nochmal mit ein bisschen weniger Gas, dass wir ein bisschen mehr Traktion am Anfang. Ich bin so weit, resette das auch. Okay. Bist du weit? Jo. Die 13 geknackt. 13,99, genau. Und mit dem eine 13,1 mit durchdrehenden Rädern. Alter, Respekt. Die Karre. 13,16 auf der Viertelmeile. Von 0 auf 100 5,59 mit ewig durchdrehenden Rädern sind wir gerade mit diesem Monster 60er Ford Nesca Pickup gefahren. Ihr habt es gesehen. Adrenalin sitzt noch, stimmt's, Alex? Hardcore, ich meine, ey, guckt euch an, die Straße ist leicht feucht. Die Räder drehen so munter durch. Wenn ich nicht einmal ein bisschen vom Gas gehen würde, würden sie wahrscheinlich die ganzen 400 Meter durchdrehen. Aber es ist ein Monster. Und damit sage ich, welcome back im Race & Speed Shop. 1960er Ford Pickup Nesca. Ich hatte ein kleines Handyvideo gemacht, hat euch den Wagen schon mal gezeigt. Jetzt, glücklicherweise, hat der größte Film aller Zeiten, der Alexander, wieder Zeit. Und zeigt euch dieses Schmuckstück mal in seiner vollen Pracht. Schön, hat Alex euch nicht einen geilen Porn von diesem mega coolen Auto gezeigt? Aber was beschleunigt dieses Monster so monströs von 0 auf 100 und für die Viertelmeile? Das zeigen wir euch jetzt. Unter der originalen 60er Ford-Haube
werkelt ein nagelneuer LS2 6 Liter Chevrolet Motor. Hat allerdings noch die großen Trickflow Aluminiumköpfe, eine Lunatic Cam, also eine Nockenwelle mit einer schärferen Ventilüberschneidung, dass die Ventile länger aufmachen. Dann hat er Flattop-Kolben, also Schmiedekolben mit einem flachen Boden drin. Hat die Holley-Ansaugspinne und auf der Holley-Ansaugspinne ein Holley-Dominator. Haben wir das letzte Mal euch gezeigt in dem Video von dem 57er Chevy Bel Air. Wenn ihr das nicht gesehen habt, bitte nochmal in der Bio scrollen, euch das Video angucken. Ist auch ein sehr cooles Video, was Alex gemacht hat. Und dann bitte gleich den Kanal abonnieren und liken, dann können wir nämlich weitermachen. Gut, dahinter hängt ein neues 350er Getriebe. Natürlich alles komplett verstärkt mit einem 3,5 Zoll Stall-Speed-Wandler von Huge. Weiter nach hinten geht es. Guck mal bitte mit, Alex. Ja, Alex, Slicks. Und die Slicks kommen auf diese Hinterachse. Die Hinterachse ist auch gerade neu reingekommen. Ist eine Chevy 10 Bolzen von Curry Enterprise gebaut. Extra für den Wagen, 411er Übersetzung. Scheibenbremse vorne, hinten, klar. Sollte man bei so einem Monster auch haben. Weil so wie der beschleunigt, muss er auch irgendwann wieder verzögern. Hier hinten seht ihr am Tank vorbei die 10 Bolzen Curry Enterprise Hinterachse mit einem Detroit Locker, also mit einer Sperre. Elektrische Benzinpumpe, Filter etc. Da ist der Tank, den wir euch eben schon mal von oben gezeigt haben. Also das Auto ist alles in allem mega kompromisslos gebaut. Wie ich schon sagte, wir hatten den Wagen vor sehr, sehr vielen Jahren schon mal. Danach ist er durch ein paar Hände gegangen und die letzten Hände haben ihm wirklich gut getan. Die haben nämlich Hinterachse, Getriebe und Motor eben neu verpasst. Mega cool. Nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den Besitzer, an den ehemaligen Besitzer, der ihn wirklich nur wegen seiner Hüfte verkauft hat oder seinem Rücken. So. Super netter Kerl. Ja, innen geht's weiter. Ja. Willkommen im Innenraum. Eigentlich zeigen wir das ja auch immer während der Fahrt gerne, aber da können wir euch nichts erklären, weil das Ding wirklich monsterlaut ist. Wir fangen mit dem Schönsten an. Snap-on-Lenkrad. Abnehmbares Lenkrad, damit ihr bequemer ein- und aussteigen könnt. Auch hier drin, der Käfig setzt sich natürlich im ganzen Auto fort, geht bis nach vorne, bis nach hinten, gibt dem Wagen unheimliche Stabilität und auch Sicherheit. Wir haben Kirky Aluminium-Vollschalensitze. Shifter hochgelegt, damit man beim Schalten wirklich bequem sitzt und auch wirklich alles Lenkrad und Shifter schnell wieder unter Kontrolle hat. Hier wunderbar die Holley Sniper EFI, der Handheld von der Holley. Den hatten wir euch ja schon mal gezeigt im Bel Air. Warte, geht gleich an. Na, hier könnt ihr alles sehen, was der Motor gerade macht. Ihr habt den Air-Fuel-Ratio, ihr habt Temperatur, welcher Van an ist, welche Drehzahl und so weiter. Könnt alles einstellen. Was? Was? Nix. Was? Nix. Was ist Alex? Fan! Alter. Der Alex ist mein Fan. Ja, da hatten wir die Debatte hatten wir schon mal. Bei welchem waren das? Beim Orangen. Beim Orangen Satellite. In der Bio gucken, Orangener Satellite, da seht ihr, wie Alex mich da schon mal aufzieht und sich über das mich. Stimmt doch gar nicht. Doch, der Alex macht sich immer über mich lustig, aber so ist er halt, ne? Was soll ich machen? Es gibt nun mal keinen besseren Kameramann und Freunde kann man sich manchmal nicht aussuchen. Ja, Mittelkonsole, Getränkehalter. Nein, Alex, nicht für Bier, für Wasser. Kleine Mittelkonsole reingebaut, alles gut. Ist sogar sehr bequem zu fahren, oder Alex? Die Sitze sind sehr straff sportlich. 500 Kilometer würde ich nicht fahren, aber... Das stimmt. 500 Kilometer würde ich nicht fahren. Ich komme mal kurz rüber. Was wirklich hardcore ist an dem Auto. Das ganze Fahrwerk ist ein Q1 Gewindefahrwerk. Einstellbar. Vorne, hinten, oben, unten. Das hier. Das, liebe Freunde, ist der Federweg von dem Auto. Nochmal. Das ist der ganze Federweg von dem Auto. Also nix. Aber ist halt dieser Nesca-Rahmen, der wirklich alles abfängt und der einfach unglaublich
cool zu fahren ist. Das Auto ist wirklich eine 1 mit Mappe und Sternchen. Ja, was soll ich sagen? Ich muss unbedingt mit Alex noch eine Runde fahren, weil dieses Auto ist so Hammer. Deshalb geht raus, verbrennt Benzin, habt viel Spaß, abonniert bitte den Kanal, damit ihr noch mehr von dem NASCAR seht. Und wir haben auch noch ein paar ganz coole Sachen im Zulauf. Ende diesen Monats kommt noch ein Hot Rod. Seid gespannt, das Ding wird mega. Dann kommt ja, oh, unser Pampers Bomber kommt auch Anfang nächsten Monats an, den wir noch umbauen müssen. Also kommt einiges auf euch zu. Bleibt dran. Wir sind raus. Habt ein schönes Wochenende.